Ist auch noch ein Wasserloch. Bei euer 6 Dollars. Mein Gott, hier sind noch ganz schön viele Schweinchen. So, mal ein bisschen Essen vorsorgen. Das Brot brauche ich ja noch ein bisschen. Haben wir denn hier unten? Das sieht ja auch interessant aus. Oh, wir müssen auch gleich auf jeden Fall was essen. Sonst haben wir ein Problem. Hier sind wieder rot gestreifte Tiger-Oktopüschen. Banai. So, ach ja, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht. Unten diese Erfahrungsleiste, die ist dafür sinnvoll, weil wir später Verzauberungen und sowas machen können. Das heißt, wir können unsere Waffen, oder was heißt Waffen, unsere ganzen Gegenstände verzaubern, die wir haben. Und da sind sogar Pferde, ist ja cool. Und können dann damit ganz verrückte Sachen machen, sowas wie, dass wir bessere Sachen abbauen oder bessere Sachen sogar finden können. Und dann müssen wir einfach mal schauen. Guck mal, hier ist sogar Kohle. Ich hoffe, ich finde unser Ding ganz gleich wieder. Ja, da sind Pilze. Oh, Pilze? Was bist du denn? Ey! Alter! Was war das denn? Wie süß! Okay. Merken wir uns, es gibt Zombies, die auf Hühnchen reiten. Ist ja Hammer, ey. Ich fasse es irgendwie gerade noch nicht, was es alles gibt. So. Oh, der Tag ist doch schon fast wieder rum. Nehmen wir so ein bisschen Erde mit. Lalalala. Bauen uns vielleicht gleich noch hier so ein richtiges Haus raus. So einen kleinen Schuppen oder so. Oder so unser erstes kleines Backsteinhaus. Oder holen noch Kohle. Ja, Kohle holen wir uns vorher noch. Das ist wichtig, weil wir haben keine Fackel mehr. Dann schauen wir mal, dass wir gleich noch Kohle finden. Was war das? Ihr habt das auch gehört. Was war das? Hey, irgendwie macht mir das gerade Angst. Ey, was war das? Egal, egal. Wir gehen jetzt schlafen. So. Hier sind wir auf jeden Fall sie. Mein Gott, ey. Feder weg. Das können wir gleich in den Ofen tun. Apropos, wir essen mal eben eine Kleinigkeit. Schwein. So, jetzt schauen wir mal. Oh, unsere Rinder sind auch schon fertig. Die können wir da rein tun. Die können wir noch rausnehmen. Vielleicht machen wir daraus eben noch schnell ein paar Fackeln. Fackeln sind auch nicht verkehrt. So, 20 Fackeln, das ist auch nicht viel. Packen wir das erstmal alles oben rein. Oh, hier sind schon wieder kleine Kinder am Rumtoben. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Fackeln. 20 Stück. Lassen wir die erstmal drinnen. Den Löwenzahn brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir, glaube ich, mal schlafen. Oder? Oh, ich habe einfach so. Machen wir einfach mal. Komm hier. Ein bisschen noch abbauen. Und Steine brauchen wir ja gleich noch, wenn wir das Haus bauen wollen. Vielleicht machen wir uns dann so eine Betthöhle oder so, dass wir dann mitten in den Berg reinbauen. Oder vielleicht einfach als Schuppen. Oder vielleicht machen wir auch hier später den Anfang für unseren Stollen, dass wir dann hier anfangen, hier mit den Loren und den ganzen Schienen und sowas. Das wäre auch nicht verkehrt. Oder einfach als Loren oder Schienen ein Anfahrt, dass wir später, wenn wir das alles verbinden, wir wollen ja später mehr größere Sachen bauen, dass wir dann alles einfach hiermit verbinden. Ist ja auch nicht so verkehrt. Oh. Okay, so. So. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Oh. Schaut mal, was wir gefunden haben. Einfach indem wir einfach ein bisschen weiter ausgebaut haben. Ja, und jetzt machen wir das auch noch kaputt. Und so ein bisschen Kohle, das ist nicht verkehrt. Kohle, Kohle, Kohle.
sehe nichts. Machen wir hier mal so. Das ist schön viel Kohle. Das brauchen wir auch alles. Oh, nett, nett, nett. Sieht aus wie so Schokokekssteinchen. So, dann gehen wir hier wieder raus. Die brauchen wir alle nicht hier. Mal dazu. Zack, zack, zack. So. 20 Kohle wieder. Das ist ja gut. Tun wir die hier mit rein. Mann, haben wir viel Fleisch. So, Fleisch in den... Tun wir mit hier rein. Tun wir da noch so. Das haben wir alles sortiert. Die geht auch fast kaputt. Okay, dann gehen wir jetzt schlafen. Die zweite Nacht. Mal wieder. Wie, ach, soll ich jetzt schreiben können? Ha. So. Jetzt nehmen wir uns die ganzen Bruchsteine und bauen uns ein kleines Häuschen hier draußen. Jetzt schauen wir mal. Der verbrennt. Ich will aber auch nicht wieder so ein Zombie-Reiter hier haben. Da. Okay. So, schauen wir mal, was du da zu sagen hast. Aua. So. Jetzt bundeln wir mal noch ein bisschen. Ja, ein Hieb und die ist natürlich direkt wieder weg. Buddeln, buddeln, buddeln. Wir machen ja auch nichts. Wir buddeln ja auch so selten. Findet ihr auch, ne? Das ist gut. Dann sind wir nämlich einer Meinung. Ich weiß gar nicht. Bauen wir das groß? Bauen wir das klein? An für sich soll es ja nur ein Schuppen sein, aber... Schauen wir mal. Wir könnten da noch so viel dran setzen, so viel bauen, so viel machen. Aber das ist das Schöne an Minecraft, ne? Es ist... Die Grenzen sind hier echt grenzenlos. Man kann echt verdammt viel machen. Ich bin ja auch am überlegen, ob wir uns... Doch, wir machen uns so ein paar mehr Gläser. Aber die Feinarbeit machen wir direkt hier so. Packen wir direkt den Sand in die Verbrennungsanlage. Also in den Ofen. Rein damit. Ich hoffe, jetzt verballern wir uns nicht das ganze, die ganze Kohle damit. Aber selbst wenn, ist egal. Schubidubidubdubdub. Machen die ganze Erde jetzt hier weg. Jetzt kommt da alles hier aus Stein hin. Die Wand auch noch alles weg hier. Zack, zack, zack. Ich grabe und buddel den ganzen Tag. Und frage mich, wie Eva es mag. Wer ist Eva? Genau, gute Frage. Tipp, 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 tipp. Na, also. Hä? Achso. So. Hauen wir dich erstmal kaputt. Hauen wir dich kaputt. Hauen wir dich kaputt. Zack. So, machen wir alles hier so ein bisschen weiter, ein bisschen größer, ein bisschen besser. Na, was bist du denn? Oh, du bist ein Stein. Das sieht aber nicht aus. Also machen wir uns alles nochmal neu hier. Auch den Boden hier nehmen wir mal auseinander. Das schwebende Bett kennt man ja. Das ist das schwebende Klassenzimmer, glaube ich, ne? Deswegen machen wir hier auch eben alles weg. Müssen uns so ein bisschen beeilen, dass wir zumindest so das Gröbste haben. Oh, die Tür ist auch weg, gut. So. Okay, die schweben auch, das ist auch nicht verkehrt. Ich schwebe auch manchmal auf Wolke 7. So, zack, zack. So, würde ich sogar mal behaupten, bauen wir das bis hier so. Genau, dann passt das so. Dann bauen wir hier nämlich so ein Steintreppchen runter. Dann machen wir nämlich die Stüfchen noch hier so, zack. Dann haben wir dann nämlich so auch ganz, ganz cool und modern und so. Ich laber schon wieder Schwachsinn, merke ich. Egal. Machen wir einfach mal ein bisschen weiter. Hm, 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 hm.
Aber den Boden hier natürlich auch alles aus Stein. Sieht ja nicht aus, wenn es aus Erde ist. Also nicht wundern, die jetzt erst einschalten oder so. Wie er schon in den vorherigen Folgen erwähnt, ich habe natürlich ein Texturenpaket und benutze Shades. Es sieht alles ein bisschen anders aus wie das Standard Minecraft. Und wir schauen einfach mal. Oh, da ist hier weg hier. Weg, weg, weg. Will ich alles nicht. Will ich nicht. Nein, 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 nein. Das sieht nicht aus. Okay. Decke reißen wir auch noch ein demnächst. Das machen wir erstmal genau so. Dann machen wir hier die Erde auch weg. Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Zap, zap, zap. Ach, der Tag geht immer so schnell vorbei. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, dass wir da auf jeden Fall noch alles rechtzeitig fertig kriegen hier. Und alles zu haben, bevor unsere kleinen Freunde hier kommen. Oh, das sieht auch wieder aus. Ah, es ist mir ist wieder zu. Ja. Nee, es ist alles nicht so, wie ich das haben will. Jetzt machen wir erstmal noch. Ziehen wir erstmal die Wände hier. Zack. Hey. Wir haben ja noch zum Glück genug davon. Haben wir ja lang genug daran gearbeitet. Egal, jetzt komm. So, zack. Na, na, na. Machen wir erstmal hier so die Säule. So. Uch, das ist sogar wieder. Ne, das passt sogar. Dann müssen wir einfach mal schauen, dass wir das alles hier irgendwie jetzt fix zumachen. Die Sonne geht nämlich schon wieder unter. Könnte ich schon wieder böse werden. Da kommen sie auch alle durch. Dann machen wir das auch erstmal zu. Wie in so einem Bunker. Alles zu. Ach Gott, ich sehe gerade, das ist wieder alles viel zu. Egal. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Das machen wir erstmal. Mache ich das mal so hier zu. Für gleich, dass wir dann hier direkt die Tür reinmachen. Wo ist, ah, da ist die Tür. Die Türe, die Türe, die Türe. Dass wir dann noch das Bett. Nein, das Bett steht draußen. Das Bett steht draußen. Das Bett steht draußen. Wir müssen das Bett noch hier drinnen aufstellen. Das haben wir dann hier. So. Und wenn es gleich dunkel wird, gehen wir einfach rein und basteln drinnen weiter. So. Aber an für sich wäre das auch geil, wenn das so offen wäre, ne? So als offene. Und dann machen wir hier auf. Ja, ich weiß, ich habe es gerade erst platziert, aber egal. Dann machen wir das hier so. Machen wir das hier wieder weg. Sieht ja nicht aus. Ich glaube, ich habe einen zu hoch gebaut. Fällt mir gerade so auf. Aber egal. Ist ja nicht schlimm. Lassen wir hier so einen Rundbogen, oder was heißt Rundbogen, Eckbogen offen, dass das alles so ein bisschen netter aussieht. Dass das hier wie so ein, wie so eine Eingangspforte ist. So, dann kommt sie hoch. Dann machen wir das. Machen wir hier die Tür, oder wie machen wir das? Dann kommst du hier. Türe. Machen wir die Tür hier rein. Mach das hier wie so ein. Nee, wir machen die Tür dann hier und bauen das dann. Das ist, man kann immer so viel machen. Schauen wir einfach mal, wie wir das gleich noch handhaben.
Die weg, das weg, das weg, das weg. So. Weg, 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 weg. Viel zu viel davon da. Alles weg. So. Basteln wir hier schon mal eine Fackel dran. Ich weiß ja echt noch nicht, was ich damit machen soll. Schauen wir mal, vielleicht fällt mir gleich noch so bling, einmal so ein kleiner Gedankenblitz ein, was wir da noch machen könnten. So ein Geistesblitz wäre nicht verkehrt. Das reißen wir auch alles ab hier. So, dann gehen wir schnell mal schlafen. Dass wir dann auf jeden Fall gleich weitermachen können. Es ist nur, du kannst nur nachts schlafen. Na, ich bin der hackfleischhassende Saga. So, jetzt gehen wir wieder raus, schauen, was die Monster so machen. Hallo. So. Ich sag mal, so ist mir aufgefallen, auch in den ganzen Let's Plays. Sagen wir ab sofort, aber M. Gucken, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Also, das sieht so wüst aus. Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Nee. Könnt ihr euch da so hinstellen? Machen wir hier wieder eine Treppe hin? Machen wir eine Treppe hin? Machen wir nicht. Machen wir doch, machen wir nicht, machen wir doch. Ey. Das wollte ich natürlich wieder nicht. Dann Hand. Ja, doch, machen wir das so. Machen wir hier so ein Geländer rein, dass man dann da erstmal hochgehen muss. Wir bauen. Oh, bauen wir so gerne. Na, der letzte Stein wieder. Blöder Stein. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Und nochmal Stein. Jetzt Stein schon wieder. Boah, wir verbrauchen wirklich fast alle Steinchen hier. Bauen wir das? Doch, wir bauen das so. Das ist gut so. Dann machen wir hier noch so eine Fackel dran. Na, das ist, glaube ich, ein bisschen falsch. Machen wir so. Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Dann schauen wir mal, was uns noch... Wir jetzt hier noch handhaben. Vielleicht bauen wir das einfach. Machen wir das einfach so. Dann bauen wir das hier zu. So. Genau. So, jetzt haben wir das erstmal. Ich würde sagen, wir bedachen, tun auch nur das hier mit Dach versehen. Oder? Versehen wir alles mit Dach? Machen wir erstmal. Vielleicht sieht man das auch ein bisschen besser, wenn man das erst gemacht hat. Glubschi, glubschi, glubsch. Na, jetzt stehe ich nicht so im Weg rum. Na, was ist denn? So, das sieht doch schon mal ganz ansehenswert aus. Ah, bauen wir da auch noch zu? Bauen wir da auch noch zu?